Ich begrüße dich recht herzlich bei den Linux-Wochen und zu dem Vortrag Smart Sara. Was ist Smart Sara und wie kam es dazu? Wir haben vor einiger Zeit oder vor vielen Jahren schon einen Verein gegründet, der hieß damals noch OSD, OS Domotics, was so viel heißt wie Open Source und Domotics heißt auf Französisch Lösung für das Haus. Und da haben wir angefangen, eben Smart Home Lösungen zu entwickeln. Das ist schon mehrere Jahre her. Ich glaube schon 7 Jahre oder so her. Da gab es das Wort Internet der Dinge noch gar nicht. Und dann ist die Gruppe gewachsen. Internet der Dinge wurde immer verbreiteter. Und dann haben wir unseren Verein umbenannt von OS Domotics nach IoT Austria. Die Gruppe IoT Austria macht verschiedene Dinge. Ein Teil davon ist eben Haustechnik, Smart Home, aber auch Industrie 4.0 und dann haben wir eben Veranstaltungen und Vorträge und Messestände. Also unten seht ihr den Stand, wo wir die Hardware ausstellen, die wir bauen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, alles was wir bauen ist Open Source und kann natürlich von jedem von euch nachgebaut werden, ja. Auch die ganze Software. Was ist Smart Sara? Smart Sara ist eine Lösung, wo wir eine Lösung eben vorstellen, die offen ist, auch in den Protokollen, für ein Smart Home System. Wie schaut ein Smart Home System aus? Normalerweise hat man eben Sensoren und Aktoren. Ich habe hier auch ein Beispiel mit. Das ist ein Bananas-Gehäuse mit einem Banana-Pi drin, ausgedruckt. Diese Files gibt es eben auch frei im Internet. Dann kann man sich das auf einen 3D-Drucker ausdrucken. Kann hier seinen Computer hineinschrauben. Wir verwenden auch gerne eben die Banana Pis, weil sie SATA-Anschluss haben und sehr, sehr, sehr stabil laufen, auch jahrelang mit SD-Karten. Dazu gibt es eben dieses Gehäuse zum Ausdrucken mit Druckknöpfen. Hier kann man noch eine Festplatte reinschrauben, das Ganze zusammentun und zusammenstecken. Und fertig ist das Gehäuse. Man braucht nichts schrauben, gar nichts und hat jetzt seinen Smart Home Server. So mal zur Hardware. Man kann natürlich jeden Rechner benutzen. Es muss kein Banana-Pi, kein Raspberry-Pi sein. Es kann auch ein Stand-PC oder irgendwas sein. Es sollte Linux drauf laufen. Das ist die einzige Voraussetzung. Was ist in der Haustechnik interessant? Also wir sprechen die Maker-Szene an. Also wir bauen keine fertigen Produkte mit CE-Zeichen. Wir bauen kleine Dev-Kits und Anleitungen und manchmal machen wir auch Bausätze, die als Development Kits von uns vertrieben werden oder von befreundeten Shops vertrieben werden, um eben mit der Thematik sich seine eigenen Lösungen auch kreieren zu können. Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es? Man sieht das hier eh. Es geht über die Haustechnik, Smart Metering ist ein immer größeres Thema aus der Wirtschaft, Elektrohaushaltsgeräte wird immer mehr zum Problem, meiner Meinung nach, ist als User gesprochen. Man weiß immer weniger, was die Geräte tun. Dazu gibt es interessante Artikel auf Heise, wo von Geräten berichtet wird, wo Sensoren und Mikrofone eingebaut sind, von denen der User gar nichts weiß. Ja. Das sind meistens chinesische Produkte. Das kann man dort nachlesen. Da wurden dann Geräte verkauft, wo ein Mikrofon drin ist, dass man so nicht sieht und auch nicht von dem Gerät erwartet, dass es drin ist, aber es ist drin und was das Mikrofon tut, wissen die Chinesen. Ich glaube, eine Steckdose war es, ja. Da war ein Mikrofon drin. Man darf das auch nicht überbewerten, es ist in manchen Geräten sind Mikrofone drin, die gar nichts ans Internet übertragen. Da muss man auch aufpassen, da gibt es dann aber eben Telefone, die über den Lautsprecher in das Mikrofon Daten übertragen. Das ist zum Pairing gut geeignet. Da gibt es so Wassermelder, die das tun. Da haben wir ein Mikrofon drin und da kannst du mit einem Apple-Phone oder mit einem Android-Gerät hingehen, dann drückst du drauf und dann unterhalten sich die über Schall, werden Daten übertragen und so wird das Gerät gepairt und das WLAN gebracht. Also man darf nicht gleich immer denken, da ist ein Mikrofon drin, da will wer mich abhören, sondern es wird auch manchmal zur Parametrierung benutzt. Aber was eben auch vorkommt und bei Heise auch schon berichtet wurde, dass sehr wohl aber auch Sensoren eingebaut werden, die man nicht gerne so hätte. Deswegen ist es uns ein Anliegen, eben Open Source, Open Hardware auch auf diesen Gebieten zu verbreiten. Was ist jetzt ein Smart Home System? Was sollte ein Smart Home System tun? In der heutigen Zeit
hat sich ja schon durchgesetzt, dass alles über Tablets, Telefone geht. Immer weniger Leute haben Stand-PCs, immer mehr Laptops, Tablets und Telefone. Ich sage einfach Wischgesellschaft, ja, ich merke es bei meinen Kindern. Da waren wir mal in einem Apple-Geschäft und die Kinder schauen herum und die waren so 4, 5, 7 Jahre. Und der 7-Jährige geht hin, toucht am Bildschirm, geht nicht, sieht eine Maus und bewegt sie und spielt sich mit dem Computer. Der 5-Jährige geht hin, wischt am Bildschirm, schaut, geht einen Schritt zurück und sagt, Papa, das ist kaputt. Ja? Da bin ich hingegangen und habe gesehen, das war so die Zeit, wo der Apple dieses Alu-Pad daneben hatte, wo man auch wischen konnte. Ich weiß nicht, ob du das kennst, bei den Stand-PCs damals. Und da konnte man auf diesen Alu-Fläche hin und her fahren und dann hat sich der Mauszeiger bewegt am Bildschirm. Ja. Und sage ich, ja, da muss man wischen. Ah ja, und hat gewischt und konnte den Computer bedienen. Und dann war noch der kleinere mit, der hat zugeschaut, was die zwei tun, ist zum nächsten Rechner gegangen und hat gewischt. Ja. Also da wurde mir damals bewusst, wir sind jetzt schon in der Wischgesellschaft. Ja. Also die Leute tippen nicht mehr, alles geht nur mehr über Tablets und Smartphones und Touchbildschirme. Also sollten auch Smart-Home-Systeme über sowas funktionieren. Was ist noch ganz wichtig? Die Kommunikation. Wir reden jetzt von Internet der Dinge, darunter fällt auch Smart Home. Und der Name sagt ja schon, Internet der Dinge wäre sie am besten, wenn dieses, ich sage jetzt Ding dazu, ja, dass immer wieder das Innen anschaut, das ist nichts anderes als ein Luftfeuchtigkeitstemperaturfühler, der jetzt dieses Ding, könnte auch eine kleine Statue als Katze sein oder irgendwas, ja, oder ein Teehäferl oder egal was, das ist dieses Ding, hängt durchs Internet der Dinge im IP-Netz. Muss ja nicht im Internet hängen, kann auch im Intranet hängen, wenn ich das nicht möchte, ne? Dann hängt es halt bei mir in meinem Netz. Aber meine Grundaussage ist, wir sollten dahin kommen, dass diese Geräte eine IP-Adresse haben und über IP kommunizieren. Ja? Da drin ist ein Mikrocontroller mit dem Betriebssystem und dieses Ding erhält sich immer und ewig. Ungefähr mit dieser Lichtstärke, die wir hier haben. Ja? Also für Leute, die Messgeräte haben für ihre Lichttechnik, man braucht ungefähr 400 Lux für den Aufbau, dass er immer und ewig geht und hat eine Dunkelzeit von ungefähr, mit diesen kleinen Akkus, von ungefähr 4 Wochen. Ja. Es gibt eine Akkugröße größer, da kommt man dann schon über 6 Monate durch, ohne Licht. Und dann reicht ein Tag Licht, also wenn ich es hier herstelle, reicht das. Ohne direktes Sonnenlicht, dann ist es am nächsten Tag wieder voll. Ja, hier dauert es ein bisschen länger, bis es wieder voll ist. Lange Rede, kurzer Sinn, Harvesting ist ein Thema. Und unsere Sensoren oder unsere Geräte für das Smart Home System sollten auf lange Sicht sich selbst versorgen können. Hier habe ich eine Energiequelle mit einer kleinen Solarzelle. Und das versorgt sich selber. Ich habe das auch daheim selber im Betrieb schon länger, nur halt in einem hübschen Gehäuse. Aber das ist zum herzeigen, wie das aussieht. Also nochmal zum Verständnis, hier wird die Energie produziert, eine Solarzelle, hier wird es aufbereitet. Das ist eigentlich die Schlüsseltechnologie, dass es auch funktioniert mit so einer kleinen Schaltung. Hier ist der Mikrocontroller, der redet wirklich IP, V6, und kommuniziert über ein Funknetz mit einem Router. Hier ist der Router, ja, das heißt, da wird auf diese Platine da drinnen wieder so ein Modul draufgesteckt, das spielt der Netzwerkkarte, erscheint im Linux als Netzwerkkarte und schon hat man ein Netzwerk. Ja. Jetzt braucht man dann irgendwie eine Visualisierung. Nur wie kommt man dazu? Wenn man sich so ein hübsches Bild machen möchte von seiner Wohnung, kann ich euch das Programm empfehlen, Sweet Home 3D. Das kann man online bedienen oder sich runterladen und seinen Rechner starten, ist Open Source. Und damit kann man wunderschön seine Wohnung zeichnen. Es gibt dazu im Internet freie Listen mit Möbeln und Tapeten und Türen. Dann kann man sich das reinziehen und das ist nicht wirklich schwierig. Mein Sohn hat das damals geschafft mit unserer Wohnung innerhalb von einem halben Tag. Und damals war er 9 Jahre alt, also das ist nicht wirklich sehr schwierig.
Und das Tolle ist, dass dieses Programm eben Open Source ist. Der Trick an der Sache ist, man macht eine Kopie von seinem Plan, importiert den Plan, setzt einmal den Maßstab fest, da geht man einfach auf von hier bis hier und sagt, das sind 3 Meter. Ja. Und dann weiß das Programm den Maßstab und dann erscheinen auch die Möbel richtig. Und dann kann man die Wände zeichnen und das geht relativ gut. Das war damals ein Entwurf von der Wohnung. Das war das obere Stockwerk damals, ja. Mittlerweile schaut es ein bisschen anders aus, aber die Grundmauern stimmen noch und ein paar Möbel. Und jetzt kann man dann dem Programm sagen, das ist wie Home 3D, mache mir eine Ansicht von oben und rendere das. Dieses Bild kann man dann ausschneiden und in seiner Webpage hinterlegen, als Hintergrundbild. Und schon hat man eine Möglichkeit, seine Sensoren zu visualisieren, nämlich dort, wo sie hingehören, nämlich wenn man es visuell am Handy sehen möchte, sieht man dann hier eine Lampe, hier die Temperatur, Feuchtigkeitswerte. Da könnte man es auch mit Touch hinterlegen, wenn ich da drauf klicke, dass das Licht angeht. Ja. Oder wenn jemand den Lichtschalter bedient, sehe ich, ob das Licht an oder aus ist. Wie schaut das aus? Wenn man sich sowas bauen will, das schaut so aus. Das ist nichts anderes wie ein getaktetes Netzteil, was wieder das Merkur-Board mit Strom versorgt und hier oben über 2 Optotriacs die 220 Volt schalten kann. Und hier an die Leiste schließt man die Wandschalter an und kann das Ganze hinter den Wandschalter noch hinein montieren. Das Ganze wird dann in den Schrumpfschlauch verpackt, damit man nicht, damit es keinen Kurzschluss gibt. Und damit kann man dann seine Lichtschalter im Nachhinein umrüsten. Ja. Man muss natürlich aufpassen, da liegen dann wirklich 220 Volt, dann ist galvanisch nicht getrennt, damit man sich halt nicht umbringt. Ja. Also. Aber wie gesagt, das sind Dev-Kits und Haftung wird da keine übernommen, ja, wenn sich da wer elektrisiert. Aber die Maker machen schon schlimmere Sachen, habe ich gehört auch noch. Wir haben die damaligen Systeme, also die wir probiert haben und gemacht haben, das ist relativ leicht zu realisieren. Hier haben wir wieder die Knoten. Das sind eben diese Boards. Diese Knoten bilden eben ein Funk-Mesh-Netzwerk, nennt man das. Das heißt, wenn man diese Knoten verschiebt in den Stockwerken oder in den Räumen, dann finden sie sich wieder gegenseitig. Und IPv6 ist ein Netzwerk, das sich selbst konfiguriert. Darauf will ich jetzt nicht so stark eingehen, aber IPv4 hat ja das Problem, man braucht einen Administrator, der die Dinge einstellt. Bei IPv6 ist es so designt, dass es von alleine geht, sage ich einmal. Ja. Dann braucht man irgendwie einen Router, den habe ich schon erklärt. Da läuft Linux drauf, das ist der Router. Auf dem Router kann auch die restliche Software laufen oder auch auf einem anderen PC. Dort läuft wieder ein Daemon, der eben das Hausprotokoll spricht, das CORP. Also, ob ihr das kennt, das ist von der IETF, das ist ein freies Protokollsystem für Smart Home oder eben für Sensorkommunikation, Sensorik. Viele werden auch MQTT kennen. Wer kennt MQTT? Wer kennt CORP? Ja. Warum ist das so? MQTT gibt's ja wurde von IBM entwickelt, gibt es, glaube ich, mittlerweile 10 Jahren. Da gibt es 2 verschiedene MQTTs, MQTT SN und MQTT. Ich will jetzt ins Detail eingehen, das MQTT geht über TCP und das MQTT SN heißt Sensor Networks. Das wurde wieder für solche Systeme entwickelt, ist über UDP. Ist schneller, braucht weniger Datenbandbreite. Warum nimmt man da nicht für Haustechnik MQTT? Die Antwort ist einfach. MQTT müsst ihr euch vorstellen wie ein Trichter. Ja? Wenn wir jetzt lauter Sensoren sehen und wir wollen die Sensoren alle abfragen in die Cloud bringen oder auf einen Server, dann brauchen wir jetzt irgendwie einen Trichter, ja? Dass eure Informationen daherkommen und dann gebündelt weiterfließen. Das nennt man Broker. Diese Broker sammeln die Daten ein und liefern es weiter. Wo MQTT jetzt Schwierigkeiten hat, dass du mit ihm redest. Dazu ist es nicht gebaut. Ja. Das ist also gebaut, dass viele mit einem Server reden. Dann wurde CORP entwickelt. CORP ist wirklich beruht auf RESTful Services. Wer kennt RESTful Services? Ja. Also RESTful Services sind Protokollbestandteile, die auch in jedem Browser drin sind. Also wenn du sagst, ich möchte meine Seite .at anschauen,
Enter, dann macht der Browser nichts anderes, wie er sagt, get, gib mir die Seite, ja. Das ist ein Befehl. Und bei Coop ist das gleiche. Das ist ähnlich wie HTTP RESTful, da gibt es get, post, put, delete, das ist Vorschrift. Aber es gibt noch ein weiteres Ding, was es bei HTTP nicht gibt, well-known core. Das heißt so viel wie bei dem Protokoll, was kannst du? Ja? Das heißt, ich kann in jeden Sensor fragen, was kannst du? Und dann sagt er, ich kann Englisch, Deutsch, Französisch und Mathematik kann ich auch. Dann weiß ich, was er kann, muss ihn eigentlich nicht kennen, ich muss nur wissen, wo finde ich ihn und brauche ihn nur ansprechen. Das heißt, ich muss seine IP-Adresse wissen, sonst gar nichts. Und so können Programme mit Kommunikationsknoten reden, ohne dass sie wissen müssen, was der kann. Ja? Das ist in dem Core-Protokoll alles schon drin. Da gibt es von der IETF ein RFC darüber, wo genau definiert ist, wie das funktioniert. Das kann man sich durchlesen. Programmieren muss man es nicht mehr. Es gibt für jede Programmiersprache mittlerweile Coop-Implementationen. Dann wollen wir oder haben teilweise ein System entwickelt, das aber noch nicht fertig ist, wo man Logiken mit solchen Blöcken definieren kann. Mit so einem Blocks-ähnlichen System. Also in näherer Zukunft stellen wir uns vor, dass man mit einem Tablet oder mit einem Handy die Blöcke nimmt und hinzieht und damit seine Logik macht. Zum Beispiel, wenn ich, wenn es über 30 Grad hat und draußen ist es kühler, dann soll das Fenster aufgehen. Ja. Also, dass man diese Logiken mit den verteilten Knoten definieren kann. Wie haben wir uns das vorgestellt? Wir haben uns vorgestellt, man nimmt eben einen Editor, so wie Blockly, ja, das ist von Google, glaube ich, gemacht. In JavaScript mittlerweile gibt es den. Kann man auf Webseiten einbinden. Der kann, den kann man beliebige Sprachen beibringen. Das wird in C, in Python übersetzt, von Python in C. Dann in eine C-artige Sprache, in eine virtuelle Maschine kompiliert und wandert dann in die Embedded VM, in den Funkknoten hinein. Ja? Was meine ich jetzt damit? Als Gleichnis, es gibt das Handy, da ist Android drauf. Ja? Und da kann man sich Apps installieren, die sind in Java geschrieben und die rennen in einer virtuellen Maschine. Jetzt stellt sich das vor, als Gleichnis, dieser Mikrocontroller ist das gleiche, nur hat er kein Touchfeld und kein Bildschirm. Ja? Aber da drauf rennt ContiqueOS, ein Betriebssystem. In die haben wir eine virtuelle Maschine hineingetan, nämlich der Clifford programmiert, der Clifford Wolf, falls den wer kennt. Das heißt, in dem Funknoten rennt auch eine virtuelle Maschine, die man in einer C-artigen Sprache kompilieren, eben Dinge kompilieren kann und hineinspielen kann. Wo ist das weitere Gleichnis? Alle Programme, die ihr für ein Handy schreibt, können Sie erlauben, dass es auf die Peripherie zugreift. Diese virtuelle Maschine in diesem Mikrocontroller kann auch auf die Peripherie zugreifen. Ja, das heißt, dieses virtuelle Programm kann auch auf den Sensor zugreifen. Oder auf die Ressourcen auf dem Funknetzwerk. Und dadurch, dass es ein IP-Netzwerk, können da ja auch mehrere Dienste drauf laufen. Und in dem ContiqueOS laufen ganz viele Dienste, wenn man möchte. Man kann auch sagen, das Modul soll twittern, soll einen HTTP-Server drauf haben, soll einen MQTT-Server drauf haben, soll einen Coop-Server drauf haben. Und das kann das Modul auch gleichzeitig. Das heißt, die VM läuft auch noch drin, ja. Eine VM ist dazu gedacht, dass man im Nachhinein die Logiken ändern kann, relativ rasch und kurz. Also auch komplexere VM-Programme bestehen nur aus ein paar hundert Byte und die kann man ganz schnell übertragen. Deswegen eine VM. Man könnte natürlich Programme nachladen, hier drin. Eine VM hat mehrere Vorteile, also auch wenn man die CPU wechselt, rennt die VM noch immer. Bei nachladbarem Binärcode müsste man es neu kompilieren. Das sind so die näheren Hintergründe, warum eine VM. Die Kommunikation, wie erfolgt die? Hier sieht man jetzt, wie das technisch geht. Hier wird 802.15.4 genommen in diesen Chip. Das ist nichts anderes wie ein industrielles Funksystem auf Layer 1 und 2. Das wird von der IEEE bestimmt. Und auf diesen Layer 1 und 2, wer kennt den IP-Stack? Wer kennt ihn nicht? Ja. Also zur Erklärung noch einmal, ich glaube der IP-Stack, nicht schlagen, ich glaube der hat 7 Schichten, wenn ich mich noch erinnere.
schon lange her, dass ich das gelernt habe. OSI-Modell 7 programmiert ist in 4 aus Effizienzgründen, aber da für die Lehre wird eben in 7 Schichten dargestellt. Und der IEEE definiert immer nur die Schicht 1 und 2. Ja? Das ist die unterste Schicht. Was heißt Schicht 1? Schicht 1 ist, wie übertrage ich ein Bit, das könnte das sein. Ja? Und Schicht 2 ist, wie übertrage ich einen Frame von Daten. Ja? Das ist nichts anderes, wie wenn ich jetzt, so, das waren jetzt 3 Byte. Ja? Und wie das zu erfolgen hat, macht die IEEE. Und diese Nummern beschreiben dann einfach erlaubte Frequenzen, Bandbreiten, Modulationsarten. Das kann man nachlesen. Es gibt 802.15.1, das ist Bluetooth, das kennt ja jeder. Dann gibt es 802.11, das ist WLAN, das kennen auch die meisten. Und die wenigsten kennen 802.15.4. Ja. Gehört haben es wahrscheinlich schon viele, wenn ich sage ZigBee. Warum ist es so? Jedes Protokoll, was auf der Welt verwendet wird, auf 2,4 GHz oder eben diesen Industrieband, geht immer über zu 802.15.4 und darauf gibt es ungefähr über 100 Protokolle, die da gefahren werden. Wozu braucht man diese IEEE? Damit man sich nicht gegenseitig stört. Ja. Eines der vielen unzähligen Protokolle ist auch IP, dass man drüber fährt. Das nennt man dann 6LoWPAN. Das ist die Schicht 2,5, die einfach nur die Schnittstelle bildet zwischen der IEEE 802.15.4 und dem IP-Stack. Also wenn ihr mal wo lest, 6LoPAN heißt nichts anderes, mach so einen Funk, der wenig Bandbreite kann, möglich, dass IP drüber geht. Das ist 6LoPAN, ja. Man kann es natürlich auch über RS-485 fahren oder Powerline Communication. Warum erwähne ich das? Es kommt ja das mit diesen Smart Metern. Verschiedene Konsortien verwenden verschiedene Protokolle. Und es gibt auch ein großes Konsortium, wo auch die großen Chiphersteller dabei sind. Die verwenden 6LoPAN auf Powerline Communication, aber industriell Powerline Communication. Ja. Das heißt, ich kann mit dieser Steckdose, mit einer Steckdose da drüben reden, über industriell Powerline Communication, und die fahren wieder über 6LoPAN, damit sie IP reden. Ja. Also die fahren nicht über Funk, sondern über das Powerline, das geht auch über Transformatoren hinweg. Und das gibt es in so kleinen Chipsätzen. Mit denen haben wir noch keine Geräte gebaut, ja, weil uns der Funk momentan ausreicht. Man kann es auch über RS-485 natürlich fahren. Und diese 6LoPAN, wie erklärt, macht nichts anderes möglich. Egal welchen Physical Layer ich habe, der Layer 1 und 2 kann ich mit Hilfe von 6LoPAN plötzlich IP reden. Mehr ist es nicht. Ja. Klingt jetzt einfach, ist technisch aber nicht so einfach, weil 6LoPAN, Coop und diese Routing-Protokolle, da haben die Leute über 10 Jahre gebraucht, das zu entwickeln. Dafür ist es irrsinnig flexibel. Ja. Routing, IPv6, was wird hier für ein Routing verwendet bei diesen Funknoten? Es muss alles sehr energiesparend gehen. Wenn ihr euch erinnert, IPv6 ist ja selbst konfigurierend. Und was nimmt man für die Konfiguration? Das heißt Neighbor Discovery. Das heißt, ich beobachte meine Nachbarn und die wieder andere. Und wenn ich jetzt ein IPv6-Computer bin, fahre hoch, dann gebe ich mir mal selber eine Netzwerkadresse. Das ist ein Unterschied zu IPv4, da geht das nicht. Ich sage mal, ich nehme jetzt meine MAC-Adresse, nehme ein Präfix davon, nehme das ist dann FE80 und sage, hallo Jungs, ich bin hier. Ja? Wenn sich keiner aufregt, dann ist es so. Wenn aber du dahinter jetzt ein Router bist und sagst, Moment, das darfst du nicht, ich möchte, dass du eine zufällige nimmst, dann kriege ich eine zufällige Adresse und außerdem kannst du noch ins Internet routen und kriegst vorher ein Präfix, das global erreichbar ist. So, und daraufhin weiß ich als Funknoten, ich kann mit der großen weiten Welt reden, haben plötzlich 2 IP-Adressen, die lokale von dem Raum und eine globale in die weite Welt. Ja. Und so funktioniert es im Prinzip. Und es funktioniert genau gleich wie vom PC auch. Was eröffnet dann dieses 6LoPAN? Einfach die Möglichkeit, dass nicht immer wieder Leute und Entwickler immer wieder was Neues lernen müssen, sondern es ist immer das Gleiche. Das 6LoPAN geht auf mehreren Frequenzen, das geht auch, ja, wenn man eben es rennt auch auf Arduino, also diese Module sind auch Arduino-kompatibel, dazu komme ich dann, wenn es mich interessiert. Es gibt verschiedene Funkchips mit verschiedenen Frequenzen.
Man kann es mit 2,4 GHz machen, mit 868, mit 915. In Österreich ist es erlaubt, 868 in der EU. Ich glaube momentan auf 3 Frequenzen. Ja, die sind jetzt dazu gekommen. Die 915 sind nur in Amerika erlaubt. Und in Japan gibt es noch eine Abart von 915, die dort erlaubt ist. 2,4 ist weltweit erlaubt. Es gibt auch Module, die können Dual-Frequenzen, das sprechen sowohl auf 2,4 als auch Sub-GHz, wenn man das möchte. Wie schaut das jetzt aus? Das sind diese Knoten. Und diese Knoten reden jetzt transparent vom Lichtschalter, sage ich mal, hinweg über zu den Computern mit Korb. Das hier sind nichts anderes wie zwei Funkwolke Internet, wird durch einen Router geroutet. Dann kann der Knoten ja direkt reden, wenn der die IP-Adresse kennt, ja, dann sind das lauter Server. Wenn die jetzt verschiedene Protokolle reden, Korb, warum steht der Proxy? Das Core-Protokoll kann man durch einen Stateless-Proxy direkt in HTTP verwandeln. Ja. Stateless heißt, das Ding ist ganz dumm, das muss einfach nur übersetzen, muss nichts merken. Da gibt es eigene Linux-Implementierungen, wo die Proxy spielen. Das heißt, der kann mit HTTP reden, Proxy wandelt es in Core um und umgekehrt. Ja. Da gibt es sehr schnelle Proxys. Laufen die Proxys auf so einem Knoten auch schon? Ja, die laufen da oben. Ja, man kann auch sagen, nein, ich installiere hier zwei Services, einen HTTP und einen Coop. Dann brauche ich keinen Proxy, dann kann man so oder so reden. Ist auch eine Möglichkeit, ja. Coop, was hat das für Features, warum benehmen wir das in der Haustechnik, warum wurde das entwickelt? Hier sieht man eben, dass es ein Subset von HTTP ist, warum ist es wichtig? Alle Webentwickler wissen plötzlich, was sie tun. Ja, sage ich einmal so. Ja. Das heißt, es gibt sehr viele Leute, die sich fürs Web interessieren, Applikationen, Programme, Webseiten, Designer, und alle verwenden jetzt die gleichen Worte auch in der Haustechnik. Put, get, post, delete. Ressourcen, URIs und so weiter. Ja. Das sind jetzt technische Details, die hier stehen. Hier sieht man, es beruht auf UDP, Coop, RESTful Services, Application. Warum UDP? UDP hat den Vorteil, es ist schneller, es braucht weniger Bytes, es ist aber sehr wohl transportgesichert. Nur TCP ist auch transportgesichert, aber dreifach Handshake und 2 Sekunden, bis man draufkommt, dass niemand da ist. Bei Coop geht das weit schneller, ist auch mit Acknowledge gesichert, wenn man will. Normalerweise ist es so. Und man kann aber auch blind fahren, ja, wenn man möchte. Also bei Gaming wisst ihr ja, wenn man über UDP spielt, dann kann ich die Pistole zücken, in den Raum schießen und es gibt nicht so viele Verzögerungen. Und wenn man ein Computerspiel im Netzwerk über HTTP spielen würde, dann würde ich die Pistole ziehen, schießen, weil bin ich seit einer Sekunde tot und weiß es nicht. Ja. Also deswegen wird bei Spielen immer UDP genommen. Bei so Sensoren wird auch immer UDP genommen. Nicht aus Geschwindigkeitsgründen, sondern aus Energiegründen, weil man einfach viel weniger Overhead hat. Was ist noch wichtig? Das ist meiner Meinung nach eines der ganz wichtigen Punkte bei solchen Systemen. Mir selber schon passiert, ist jetzt Maker, ja? Ihr baut euch einen Knoten, stellt ihn daher. Jetzt steht er da. Rennt und rennt und rennt und rennt. Plötzlich geht er nicht mehr. Aber schon seit 2 Wochen. Keiner kommt drauf. Ja? Das ist, wenn ich einen Knoten habe, einfach, ich kann immer wieder nachschauen, super, mein Dienst geht, ich bin ganz glücklich und schaue mir wieder drauf. Wenn ich jetzt aber 100 Knoten habe, dann kriege ich ein Problem. Ja, ich habe eine Frau und ein paar Kinder und wir haben mehrere Knoten im Haus. Und wenn was nicht geht, wer ist schuld? Ich. Ja. Klar, ja. Nicht nur, weil ich der Mann bin, der ist immer schuld, sage ich einmal, ja. Sondern habe ich eh gewusst, dass es nicht geht, heißt es dann. Ne? Wenn es geht, sind alle glücklich und wenn es nicht geht, ist man schuld. Na klar, weil ich bin nicht Administrator. Wie schafft man es, dass man weniger oft schuld ist? Man bemerkt es, bevor es die anderen bemerken. Ja? Wie macht man das?
das ist über Monitoring-Systeme. Wer kennt Monitoring-Systeme? Relativ viele, ja. Ein Monitoring-System ist nichts anderes wie ein Computerprogramm, das für IP-Netzwerke entwickelt wurde, um verschiedene Computer und ihre Dienste und ihre Parameter zu überwachen, in technischer Hinsicht. Und wenn was nicht geht, kann diese Monitoring-Software sich rühren, nämlich bei den Administratoren, bei uns drei, und sagen, Jungs, Computer 3 wird zu heiß, hat einen Festplattendefekt, der geht noch, aber nicht mehr lang. Ja? Da kann man einen Pegel einsetzen, wann sich es wie wandeln soll. Und in ganz dringenden Fällen, wenn es nur Ärger wird, wird er verständigt, weil es ist Wochenende, wir sind irgendwo fortgefahren, aber er ist immer erreichbar und behebt den Fehler. Da sind wir auch aus dem Schneider. Ja? Das heißt, man kann das noch parametrieren und eskalieren, wer was wann wie verständigt wird. Das wäre ja cool, wenn wir das bei unseren Knoten auch hätten, weil er rät der IP. Ja? Das Problem, was wir hatten, Nagios oder diese Nagios-Systeme können kein Koop. Was aber nicht ein Problem ist, und da gibt es Plugins, die kann man sich schreiben, es gab aber keins, also haben wir Nagios-Plugins geschrieben für Koop. Die könnt ihr euch dann auf unserer Webseite herunterladen und installieren, die funktionieren recht gut. Und mit diesen Systemen könnt ihr eure Knoten ins Nagios-System hineinbringen. Ihr könnt auch die Batteriespannung hineinbringen mit einem Warning-Level und einem Critical-Level. Und wenn die Batterie leer wird, weil ihr zum Beispiel keine Solarzelle habt oder es wird halt mit einer Batterie betrieben, dann kriegst du das mit, bevor die Batterie leer wird. Und wenn ihr die Warnung kriegt, wisst ihr, ihr habt noch eine Woche Zeit. Dann fällt der Knoten aus. Ja? Das heißt, ihr habt einen Fehler behoben, der noch nicht kritisch ist, sondern ein Warning war. Ja? Wenn der Knoten weg ist, kriegt ihr Critical, dann läuft bei ihm das Telefon, weil ich bin leider auf Urlaub. Ja? Er ist halt der arme Hund, der muss dann hin und das möglichst rasch reparieren. Und wenn er schnell genug war, wird es nie mehr erfahren. Im positiven Sinn jetzt. Ja? Das machen auch alle Hersteller so von den Aufzügen oder so. Ja? Da wird genau gemessen, wie schnell fährt die Gondel hin und her, welche Sensoren gehen nicht und dann eskaliert das System, bevor noch wer im Aufzug stecken bleibt. Und das gleiche können wir auch mit Nagios-Systemen mit unseren Sensoren machen. Und dazu haben wir eben diese Core-Plugins geschrieben. Ja. Mal schauen, ob das funktioniert. Wie schaut das dann in der Praxis aus, auf dem Handy bei mir? Da habe ich diese Check-MK-Umgebung und da sieht man links die einzelnen Sensoren, also das sind die Module und in einem Modul sind verschiedene Sensoren drin. Ja. Und wenn alles auf grün ist, dann heißt es, es funktioniert. Und wenn irgendwas eine andere Farbe hat, ja, dann heißt da ist irgendwas kritisch. Das ist jetzt direkt online verbunden mit dem Nagios-System, was auf so einem Banana-Pi läuft. Ja. Was ist dann noch interessant? Man kann sich dann anschauen, die Grafiken dazu. Und da kann man sich dann täglich, monatlich und so weiter anschauen. Das sind diese Grafiken mit verschiedenen Zeitmaßstäben. Das sieht man dann hier. Oben sind ein paar Stunden. Dann sind es Tage, Wochen und Monate und Jahre, ja. Und da sieht man recht hübsch, das ist die Außentemperatur. Und da sieht man hier eben, wie diese Temperaturen schwanken. Ja. Das ist ein Außenfilter, der auch mit Solar betrieben wird. Und hier sieht man die Wellen in Wochen. Das heißt, unser Wetter schlägt so in Wochenrhythmus um. Ja. Und was uns aufgefallen ist, wie wir diese Messwerte angeschaut haben, es ist unglaublich, was ein Feuchtigkeitssensor alles messen kann in einer Wohnung. Man weiß genau, wann kocht wer Frühstück. Man kann ungefähr abschätzen, wie viele Personen sind in einem Raum, wann wird gelüftet, wann badet wer und wann ist keiner zu Hause.
Und das ist wirklich gut ablesbar, nämlich daran, wenn keiner zu Hause ist, sinkt die Luftfeuchtigkeit. Ja. Warum? Wir Menschen bestehen ja aus, weiß nicht genau, 98%, glaube ich, oder irgend sowas, aus ganz viel Wasser. Und wenn man das Wasser aus dem Menschen rausgibt und irgendwie zusammenpresst, ja, dann bleibt nur mehr Kaffeeheferl übrig oder so, ja, oder ein bisschen was halt. Ja. Der Rest ist Wasser. Und wir verdunsten sehr viel Wasser und das macht sich wirklich dramatisch sichtbar durch Feuchtigkeitsfühler. Warum erkläre ich das? In der Literatur oder in den Medien wird ihm gesagt, ja, durch Temperaturfühler kann man ja, kann man relativ wenig. Viel besser sind Feuchtigkeitsfühler. Und mit Feuchtigkeitsfühlern kann man wirklich feststellen, wann, wer, wo was macht. Das war uns vorher nicht klar, zum Beispiel. Ja. Was kann man damit noch machen? Also ich verwende diese Sensoren, wir nennen es Klimatesensoren, für die Wohnung hauptsächlich. Wir haben Badezimmer, also zwei Stück, und da wird Wäsche aufgehängt in einem. Das sind welche ohne Fenster, zwar mit einer Belüftung, aber wenn die Wäsche frisch am Wäscheständer hängt, also man so ausziehen kann oder Badewanne, ja, und die Kinder rennen vorbei, machen die Tür zu, dann steigt dramatisch die Luftfeuchtigkeit an. Über 75%. Und da gibt es eine Faustformel, das ist ein Altbau mit Ziegelmauer, da gibt es eine Faustformel, mehr wie 72 oder 73% Luftfeuchtigkeit über 6 Stunden, steigt die Gefahr der Schimmelbildung. Ja, und das wird dann immer kritischer. Das heißt, ich bekomme schon eine Warnung, ja, Luftfeuchtigkeit ist zu hoch und ich kann über das Nagelsystem einstellen, wann ich die Warnung kriege. Nach einer Woche, also natürlich nach einer Stunde, nach 6 Stunden. Und da kann man Kritiker also Warn nicht einstellen und irgendwann einmal kann ich sehen und anrufen und sagen, bitte mach die Tür auf. Zu Hause mache ich nochmal nicht, aber man kann damit genau sehen, was passiert. Und das Zweite, was interessant ist, ich habe es einfach versucht. Ich habe so einen Aufbau genommen, nur ohne Solarzelle, nur mit, dort steht er, nur mit diesen Akkus und habe es ins Tiefkühlfach gegeben. Ja. Und das Interessante ist, das funktioniert sogar, warum sage ich sogar, das war nämlich zu kühl eingestellt, was ich gar nicht gewusst habe, und hat auf minus 30 Grad gekühlt. Ich weiß ja nicht, ja. Wenn ich reinfahre mit der Hand, ist es zwar kalt, aber ich weiß nicht genau, wie kalt. Ne? Eben nicht. Das funktioniert. Ja. Mit den Akkus, mit Batterien hätte es wahrscheinlich nicht funktioniert. Das sind Nickel-Metall-Hydrid-Zellen mit Eneloop-Zellen und die dürften Flüssigkeit drin haben. Ja, also bei minus 30 Grad geht sowohl der Feuchtigkeitstemperaturfühler als auch das Merkurboard, als auch die Akkus. Habe ich auch nicht gewusst. Ja. Ich hätte geschätzt minus 20 und ist Schluss. Nein, es geht auch noch bei minus 30. Ja. Ja, aber industriell ist minus 40 bis plus 128. Es sind aber keine industriellen Module, die ich hier verwende. Also Chips. Und wie schaut das aus? Da sieht man dann so Zacken, die runtergehen. Ja, warum? Bei der oberen Linie ist 0 Grad. Und wenn das dann runtergeht, dann sind das halt die Minusgrade. Ja. Da dreht sich das Bild halt um. Und das liegt jetzt einfach nur in so einem Tabakschädel ohne Deckel. Ist das einfach nur so reingeschoben. Ja. Naja, man muss es nicht eichen, sie halten sich konstant, was mich gewundert hat. Da wird ein HTU-21-Sensor verwendet, der selbst eichend ist, ja, auch die Luftfeuchtigkeit. Das heißt, wenn der Chip draufkommt, man kann es auch von außen anstoßen, ich renne in ein Eck, dann kann man eine Heizung aufdrehen und dann wird der Sensor wieder getrocknet und dann misst er wieder genau. Also der misst auch die Luftfeuchtigkeit richtig, auch bei hohen Minusgraden, was man normal aber nie braucht. Ja. Normal brauchen wir die Luftfeuchtigkeit ja nur bei Plusgraden. Nicht sehr genau, also das muss man mit Datenblatt nachschauen. Bei Minusgraden sind sie ziemlich ungenau, die Sensoren. Bei Plusgraden sind sie relativ genau. Also die billigen Sensoren, was ich gesehen habe, waren plus minus 20% gleich. Ja. Ja, die schwanken zwischen 2 und 5%, ja. Je nachdem wo man misst, je weiter in den Randbereichen, desto ungenauer wird es. Ja.
Also man kann gut mittlere Luftfeuchtigkeit messen, so von 20 bis 80%. Alles drüber wird schwierig. Macht den Sensor kaputt. Der Sensor kann sich kalibrieren, also wenn man ihn längere Zeit über 80% benutzt, würde er in Sättigung gehen, das ist wie ein nasser Schwamm. Ja. Der saugt Energie auf, also schon Wasser auf. Wie funktionieren die Sensoren? Das sind günstige Sensoren, die haben nichts anderes wie ein Kondensator. Wisst ihr, was ein Kondensator ist? Das ist im Prinzip nichts anderes als zwei Platten. Da wird eine Spannung angelegt, dann entsteht, sagt man, elektrisches Feld und das kann Energie speichern. Ja. Und wenn ich jetzt einen Schwingkreis baue, dann kann ich die Energie rausnehmen, woanders hin und in eine Spule und wieder zurück. Ja? Und wenn diese zwei Dinger gleich groß sind, die Spule genauso viel aufnehmen kann wie der Kondensator, das ist einmal ganz einfach geredet, ja? Da geht es relativ leicht, ja? Wie ein Pendel einer Uhr. Ich habe kaum Verluste. Wenn jetzt aber Feuchtigkeit hinzukommt, dann ist drinnen ein Material, das aufquillt. Dann gingen die Platten auseinander. Ja? Das heißt nichts anderes, wie das elektrische Feld hat mehr Probleme, weil dazwischen ist ja ein Material, also wird die Speicherkapazität geringer. Also habe ich ein Problem, das in der Spule, von der Spule da reinzukriegen, ja, weil so viel passt gar nicht mehr rein in meinen Kondensator. Und dann sagt man, dann verstimmt sich das, wie schnell das geht. Ja. Und dadurch kann ich, durch die Luftfeuchtigkeit ändern sich die Kondensatorplattenabstände und damit kann ich das messen. Das Material, was da drinnen ist, wie ein Schwamm, das saugt Feuchtigkeit auf. Und wenn es draußen trockener wird, gibt es Feuchtigkeit ab. Ja, dann machen wir es wieder zusammen. Wo habe ich jetzt mein Problem? In diesen Randbereichen wird es größer und dann wird es übersättigt, nennt man das, und dann wird es normalerweise kaputt. Ja. Diese modernen Sensoren, die man seit 2 Jahren ungefähr zum Kaufen kriegt, haben das Problem nicht mehr. Die haben eben diese Kalibrierung drin und dadurch geht es auch in den anderen Bereichen ohne Probleme. Ja. Das ist eben, also wenn Sie das einsetzen wollen, müssen Sie moderne Sensoren kaufen. Entweder moderne Bosch-Sensoren, die neuen, nicht die 81er, sondern die heißen 200 irgendwas, die gehen recht gut. Oder HTU21, die gehen gut. Und von diesem chinesischen AM, wie die immer heißen, würde ich abraten. Ja. Ich meine, es gibt auch die HTU21 aus China Nachbauten, die sehr gut gehen. Wo ist der Unterschied? Beim original deutschen Hersteller kosten die Dinge, glaube ich, 15 Euro oder so. Und in China das fertige Modul für I²C 250 oder so, ja, mit Printplatte. Eins würde ich noch erwähnen, wenn ihr euch die Boards unten anschaut, da gibt es mit diesen weißen Steckern und ohne weißen Stecker. Was sind diese weißen Stecker? Sind Groove-Module, nennen wir das. Warum verwenden wir die? Da gibt es eben Module dazu. Ich glaube, da habe ich CC unten. Da habe ich ein paar lustige Module mit, zufällig. Die sind auch Open Source. Das ist von einem chinesischen Hersteller, der Seed-Studio heißt, ja, mit 3 S geschrieben. Die kriegt man auch bei vielen Online-Shops in Europa. Man kann es auch in Kindertrieb bestellen, dauert eine Spur länger. Die sind sehr günstig, die kosten alle so zwischen 1,50 und 30 Dollar, je nachdem wie komplex das Gerät ist, was man baut. Und da gibt es eben solche LEDs, ja, die kann man skalieren und ansprechen, die können beliebige Farben erzeugen, was anzeigen, oder es gibt da, was habe ich denn da? Einen Air-Quality-Sensor, da kann man die Luftqualität bestimmen. Dann habe ich noch mit einem Gestensensor, ja. Der Gestensensor reagiert auf verschiedene Gesten, die man da ansprechen kann mit dem Modul. Also hier ist es jetzt. Da können wir was bauen, wenn ich so mache, macht er was. Wenn ich von links nach rechts wisch, macht er was. Also muss ich so weit vor dem Modul sein. Oder in die andere Richtung fahren, oder er erkennt auch Drehbewegungen. Ja. Das ist ein Minisensor. Und alle diese Sensoren haben diese weißen Stecker drauf. Ja, und dazu gibt es Verbindungskabel. Und die kann man einfach anstecken. Was bringt uns das jetzt? Eigentlich nicht viel, ja, also ich brauche nicht mehr löten. Aber der Hauptgrund ist, warum wir die nehmen, es gibt zu jedem Seed-Studio-Modul einen Arduino-Treiber, der gut funktioniert. Ja. Das heißt, wir müssen die Treiber gar nicht mehr schreiben, sondern es gibt zu jedem Sensor einen Arduino-Treiber. Jetzt habe ich gesagt, wir haben ein Betriebssystem ContiQOS genommen. Was hat das für einen Vorteil? Wir haben das ContiQOS genommen, das kann sehr gut kommunizieren über IP, aber ganz miserabel messen. Ja. Da müsst ihr wirklich, wenn ihr nichts tut, in diesen komischen Datenblättern nachlesen und mit 5 kryptischen Befehlen kann man dann einen IO-Pin dockeln, da wird man wahnsinnig. Ja. Deswegen wurde ja der Arduino erfunden mit der Arduino-Lib. Dort haben sie das standardisiert.
Dort gibt es eben für IO-Befehle die standardisierten Befehle, digital read, digital write und so weiter. Und alle diese Befehle und die Libs haben wir ins ContiGOS implementiert. Und dadurch kann das ContiGOS ganz gut kommunizieren und ganz gut messen. Und ihr braucht jetzt nur mal die Libs im ContiGOS in eurem Projekt also hineinziehen und euer Sketchcode einfach nur reinkopieren in einen Thread. Ein Thread ist nichts anderes als ein Programm, das halt in einem von vielen parallel läuft. Hier läuft es eben pseudo-parallel, weil das hat keine MMU, aber das ist nur ein Detail. Aber das rennt dann hier wirklich parallel. Und ich habe dort auch eine Init und einen Loop, wie beim Arduino. Im Init initialisiert ihr die Sensoren und im Loop werden dann die Sensordaten gemessen. Ja. Was bleibt, müsst ihr noch machen? Das Einzige, was ihr noch machen müsst, ist eben die Messwerte aus der Loop-Routine, so mache ich meistens in globalen Variablen speichern und in den Ressourcen die globale Variable weiterleiten. Was ist eine Ressource? Wir haben vom Koop geredet. Das entsteht aus einer Web-URL, wenn man so will. Ja. Zum Beispiel mein Sensor -temp1. Wenn ich das hinschicken würde, dann wird hier eine Callback-Routine aufgerufen und die muss ich nur noch befüllen mit dem Rückgabewert. 5 Grad, ja. Was hat Koop noch für einen Vorteil? Das kann URIs. Das wissen wir schon. Und das kann MIME-Types. Davon haben wir noch nicht geredet. MIME-Type, wer kennt MIME-Types? Verwendet uns ja jeder. Jedes E-Mail-Programm verwendet MIME-Types, ja. Wozu braucht man das? Wenn im E-Mail jetzt verschiedene Dinge hineintut, dann steht da drinnen, das ist Text, das ist Bild, das ist Ton. Ja? Das kann Koop genauso. Und ich kann jetzt sagen, wie spät hast du auf Chinesisch? Ja? Dann kann er sagen, kann ich nicht. Ja? Oder er rät mich an in Chinesisch. Ja? Das ist in Koop auch implementiert. Und da gibt es eine lange MIME-Type-Liste, was es in Koop existiert. Und normalerweise implementiert man es aus zwei verschiedenen Ressourcen, aus Text, das kann fast jeder. Oder aus JSON-Format, das ist das häufigste. Ja. Aber da gibt es ganz viele MIME-Types, man könnte es auch als Bild übertragen oder wie auch immer. Das heißt auch, durch das Was kannst du, URI, erfahre ich auch die MIME-Types, wenn ich möchte. Ja. Und dann weiß ich, aha, wenn ich ihn nach seiner Temperatur frage, muss ich ihn mit Text anreden. Bitte gib mir deine Temperatur in Text. Ja. Dann würde er mal via SMS schreiben, sozusagen, ja, 23,5 Grad. Ja. Wenn es JSON ist, würde ich sagen, Temperatur 1, Doppelpunkt, 23,5 Grad, plus diese Anführungszeichen noch. Ja. Und so kann man das Ganze standardisieren, ohne dass man viel über den anderen weiß, zu kommunizieren, indem man einfach so etwas Ähnliches wie E-Mail gemacht hat, wo man ja ganz viel verpacken kann. Ja, das war jetzt der Vortrag, ich hoffe, es war nicht zu technisch. Wenn ihr Lust habt, ihr könnt schauen auf unsere Webseite IoT Austria. Dort findet ihr links Projekte und da gibt es ein Projekt, da kommt ihr dann aufs Merkur-Board und in unser OS Domotics Wiki. Ihr könnt auch in GitHub suchen, OS Domotics. Dort findet ihr das Smart Zara Projekt, wo für verschiedene Computerplattformen Installationsskripte hinterlegt sind, wo ihr euch das Ganze installieren könnt. Ja. Also könnt ihr euch das nahegehend mit Core-Plugins und allem drum und dran durch eine Kommandozeile installieren. Und vorbereitet haben wir es für einen Raspberry und für einen Bananabei und es geht auch auf Olimex-Rechner. Wenn ihr es industriell einsetzen wollt, würde ich euch die Olimex-Rechner empfehlen. Die gibt es auch in Industriequalität und kosten aber auch nicht viel mehr wie ein Raspberry Pi. Ja. Die Raspberry Pis haben wir schlechte Erfahrungen und auch mit Firmen und auf Ausstellungen, wo wir mit den Leuten sprechen. Er ist sehr gut für Experimente. Forschung und Lehre oder für Makers, die was probieren, aber ziemlich miserabel im Durchsatz und Langzeitstabilität. Ja. Zum Beispiel, ja. Das liegt an Bugs, die sie da drin haben, ja. Es ist auch nicht ihr Anliegen, einen qualitativ hochwertigen Rechner zu bauen, sondern einen günstigen. Ja. Und dann gibt es eben Produzenten, die auf Qualität Wert legen. Das eine ist die Firma Olimex, warum erwähne ich die? Die bauen Computer-Mainboards, die so ähnlich ausschauen, wie was ich gezeigt habe, die wirklich Open Source sind. Ja? Da kriegst du alle Schaltpläne, alle Baustelllisten, alle Bestückungspläne, könntest du das theoretisch selber machen. Praktisch kann man es nicht, aber man sieht die Bauteile ja nicht einmal. Aber man hat die Möglichkeit und sie sind recht günstig und es ist ein europäisches Produkt. Ich glaube Bulgarien oder Rumänien, Bulgarien ist es, gell? Warum macht das der Typ? Der hat
Kohle genug, aber er macht, was ihm Spaß macht. Und das ist ihm ein Anliegen, Computer zu bauen und er hat noch mehr coole Projekte, die Open Source sind. Das zweite Produkt, was ich euch empfehlen kann, sind die Banana Pies. Die sind auch sehr, sehr stabil. Und diese Produkte haben schon ganz viele Sachen eingebaut, die dem Raspberry fehlen. Ja, zum Beispiel bei dem Banana Pi hier, der hat schon fixfertige Anschlüsse für einen LiPo-Akku. Ja, das heißt, er kann sofort auf Notstrom gehen. Warum ist es bei uns wichtig? Da ist der Router, da ist der Knoten, der Strom fällt aus. Ich werde es nicht erfahren, ja? Außer dass der Server weg ist oder die Knoten weg sind, wenn ich nicht daheim bin. Wenn man das aber hat, steckt man einen Stick an von dem Provider, Telefonprovider, kann das implementieren und dann funktioniert das. Wenn viele sagen, das ist Frickelei und so, ja, ist Frickelei, aber da gibt es recht gute Anleitungen. Und mit diesen Computerboards geht das auch, weil die können die Sticks rebooten, was der Raspberry nicht kann. Ja? Der kann die Boards nicht abschalten, die können das. Aber was heißt das jetzt in der Praxis? Dieses Board steht hier, der Strom fällt aus, der merkt es, versorgt sich dann aber über den Akku und sendet es über einen GSM-Stick zu euren anderen Server oder zu euch direkt. Und so können Sie Ferienwohnungen überwachen. Ja? Das Problem habe ich in Kärnten. Das ist in einem Tal, wo weniger los ist. Und dort sind die Leitungen nicht in der Erde, so wie in Wien, sondern neben Überland. Bei jedem Gewitter wird es ziemlich hell und ziemlich laut und immer finster, weil der Stromausfall. Ja. Was normal ja kein Problem ist, wenn man dort ist, dann haben, wir haben schon so viele Hochspannungsbillen drin, weil immer alles hinwann ist. Das ist nichts anderes wie die Energie vernichten vom Blitz, ja, der über die Leitung reingeht. Und das Hauptproblem ist aber, wenn keiner dort ist, fällt die Heizung aus. Was ein bisschen kritisch ist, weil dort kriegt es auch minus 20 Grad. Was nicht so ein Problem ist direkt, weil wir haben so die Gewände, ja, wie ein Schloss, das ist ein altes Zollhaus halt. Und das Problem ist aber, das geht auch nur zwei Tage bei minus 20 Grad und dann friert das Haus ein. Aber ich kriege eine Meldung, kann meinen Bruder anrufen und der fährt dann rüber und dreht die Heizung auf. Ja, also die Energie wieder rein und dann rennt die Pelletsheizung wieder. Und so kann man sein Ferienhaus oder was man auch immer hat, oder sein anderes Haus, drucken. Achso, Bild ist weg. Und so kann man eben auch Ferienwohnungen oder irgendwas anderes überwachen und auch auf Stromausfall überwachen, weil nämlich die Provider verpflichtet sind, ihre Mobilfunknetze auch bei Stromausfall am Leben zu erhalten. Ja? Damit man im Katastrophenfall auch telefonieren kann. Das können wir ausnutzen mit diesen Systemen. Hier schließt man nur den Akku an und das war's. Das können die Olimex-Rechner auch. Die haben so einen Akkuanschluss. Und dann rennt das System weiter auch ohne Strom. Und der Akku wird auch automatisch geladen mit Strom. Dann wird er sagen, das kann ja der Banana Pi auch, ja. Da braucht es wieder ein Schild dazu. Und für die Funktion ein Schild, und die Funktion ein Schild, und die Funktion ein Schild. Und die haben auch eine Echtzeituhr drauf, ja. Aber was die Banana Pis nicht haben, das wird euch normalerweise nicht stören. Das stört euch erst, wenn ihr kein Internet mehr habt. Und der Rechner muss hochfahren, dann starten die meisten Dienste nicht mehr, weil das Unix draufkommt, die Uhrzeit stimmt nicht. Und tut kritische Dienste nicht mehr starten, weil er geglaubt wird, er wird gehackt. Ja. Passiert hier nicht, weil, und bei Molimex auch nicht, weil ihr ja eine Notstromversorgung habt. Deswegen propagieren wir diese Systeme und damit seid ihr auch Stromausfall sicher. Kann ich da nicht einfach einen NTP-Client drauf installieren? Natürlich. Kann man einen NTP-Client installieren? Man kann auf dem Linux alles installieren. Ja. Aber wenn es kein Internet hast und er rebootet aus irgendwelchen Gründen, fahrt er nicht richtig hoch. Also man erfährt das Problem erst dann aus der Praxis, wenn man kein Internet hat. Ja. Achso, der hat ja nicht einmal eine CMOS-Batterie. Und daher der hat gar nichts. Ich habe zwar ein paar zu Hause, aber noch eine Garage machen wollen. Ich bin das nicht mit den Beschäftigern. Achso. Ja. Warum sollte der wieder auf 1970 zurückschalten, wenn er über NTP-Server regelmäßig? Ja, ihr könnt sie sagen, kriegen in den befreundeten Shops, ja. Dann gibt es einen IoT-Shop.at ja. Oder den Semaf Electronic Shop, den Hackerspace Shop, wo ihr die Merkur-Boards kriegt und auch manche Sensoren. Die Sensoren selber können sie, diese Seed-Studio-Sensoren
gibt es beim exptech.de zum Beispiel. Der hat fast alles, der ist aber ein Spur teurer. exp-tech.de oder beim reichelt.at. Und seit kurzem ist auch der Konrad. Ich glaube, seit 2 Monaten haben die auch welche. Ja. Dort kann man diese Seed Studio Sensoren kaufen oder bei der Webseite von Seed Studio direkt. Aus China. Das dauert zwischen 2 Tage und 3 Wochen. Und ich kann Ihnen empfehlen, das einmal durchzuschauen bei Seed Studio oder bei XP-Tech, weil die haben ziemlich viele. Und da gibt es echt coole Dinge. Ja. Hans, ich würde es nur ganz ordentlich besorgen. Ich meine, das ist eher für Firmen jetzt interessant, aber man kann es über die Firma Allnet. Die haben auch sehr viel von dem Zeug, eben und jetzt auch so Sensoren und so. Das ist halt leider für Privatpersonen nicht so einfach, aber wenn man das über die Firma, wenn man das über die Firma macht, gute Preise. Die haben früher einen Kärnten, also ich weiß nicht genau irgendwo, sind aber dann nicht von allen in Deutschland übernommen worden. Die haben einen Import für diese Bananapie-Sorten, zum Beispiel Europa und das allen. Da kann man dann recht gute Preise kriegen, wenn man jetzt die Firma das zum Beispiel besorgen kann. Oder zum Beispiel Reichelt hat, glaube ich, fast alle Bananapie-Modelle. Da gibt es nämlich jetzt auch den Education, habe ich jetzt erst gesehen. Der ist ziemlich günstig. Entspricht ungefähr dem Port da drinnen, hat aber nur 512 Mega-RAM, was aber als Router vollkommen ausreicht. Dafür kostet er, glaube ich, sogar weniger wie ein Raspberry Pi. Ich glaube, der kostet 25 dann. Was kosten die Sensoren ungefähr? Also, das ist exakt. Ja, der. Ich habe da so einen Wasserfüller für den Blumentopf. Habe ich den mit, weiß ich nicht. Ja, die kosten zwischen 1,50 von Buttons bis. Ein MP3-Player kostet, glaube ich, 15. Das teuerste, was ich so gesehen habe, ist ein CO2-Sensor, der kostet, glaube ich, 80 Euro. Was aber normal ist für einen CO2-Sensor. Und normale Temperaturfeuchtigkeitsfühler oder sowas kostet 5 Dollar, 7 Dollar, je nachdem. Ja. Das sind alles eigentlich Arduino-kompatible Dinge. Die könnte ich am Arduino verwenden. Natürlich, ja. Die kann man natürlich am Arduino verwenden. Also gibt es ein tolles Wiki von denen, wo man sich das genau anschauen kann, im Vorhinein schon, wie muss ich den Code-Schnipsel machen, oder man kopiert sich den raus und es geht. Ja, ich danke für die Aufmerksamkeit, ich glaube, die Zeit ist schon um. Abschluss.